gehabt und wir wollten ja mal schauen, was Rose, Olivia und Bette so im Schild. Liga Präsident Rose, gestatten Sie mir Ihren Bericht zu erstatten. Meine Mission wünsche einen Orden zusammen und treibe reibungslos voran. Das ist erfreulich, Bette. Na, weiter so. Vergiss nie, dass du deine Fehlung für die Arena Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wünsche bringe, dann können Sie ehrlich das Problem lösen, dass Sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Ich gehe es nicht um mein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht in die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne. Gala braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der den Champ an Stärke würdig ist. Wie verlaubt, Rose? Einen der beiden Günstiger des Champ habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ist keine Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es mal ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bette, es gibt ja etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Na? Ich hoffe, du hast gerade so gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter dem Dynamax Band anbilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als ob Pokémon riesengroß werden soll. Ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das eine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir noch mehr über die Energieversorgung in der Kala-Region erzählen. Bitte folge mir. Okay, dann machen wir das doch. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern also auch als Energiewerk. Lass uns mal einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Klaustadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in die Strom für die ganze Gala-Region umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Energien in unterschiedlichen Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Garas mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Ich würde dir noch gerne ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivier bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst. Sie liegt in Richtung von Route 6. Okay, dann machen wir das doch. Dann gehen wir heute weiter rüber zur Schatzkammer. Dann gucken wir mal, was da so. Genau, vor der Schatzkammer konnten wir nicht rein, weil da steht ja der Typ davor, der auch nicht ohne Erlaubnis uns reinlassen durfte. Und hier steht die denn. Na, Käffi, läuft das so? Wieso aussieht es aber zufällig ordentlich? Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hapso los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als ein Rivale weißt beschwächt Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Ja, gegen Battles. Einen Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärke aus ihnen ziehen. Wenn Haupt das gelingt, hat er Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Ich muss los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich wieder Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, hatte ich ja mal meinem großen Rivalen Wolf vorbeizuschauen. Das wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkammer treffen, die sich kurz vor der Route 6 befindet. So, okay, das weiß ich, das hat er uns schon zweimal gesagt. Vor allen Dingen, sowohl er als auch Rose haben Angst vor Olivia, okay. So, und jetzt müssten wir tatsächlich hierhin weiterkommen, weil, warte mal, da ist noch ein Item. Wenn es auch nur ein X-Angriff ist. Und jetzt sind wir in der Schatzkammer. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, der dir eine Empfehlung geschrieben hat, hä? Dein Name ist... Ach, Moment, ich hab's gleich. Kev, genau das war's. Tilin scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Ohren. Tja, aber ich will nur zur Schatzkammer, ja. Ach, du bist gar nicht wegen mir hier, sondern wegen der Schatzkammer. Gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit Galas kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst.
Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm, mir nach. Hier, nimm, das ist meine Liga-Karte. Momentchen. So. Okay. Und zur Schatzkammer geht die Treppe rauf. Ja, unerlaubt ist, darf man die Schatzkammer nicht betreten. Ja, das weiß ich auch. Das haben wir schon gesagt. Und hier sind irgendwelche Programmhefte oder was auch immer. Wie Schätze. Vor allem auch Pokale. Frage, was sind das für Pokale? Okay, dann nochmal hier. Früher war Klaus City das Zentrum der Gala-Region. In der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe dort befindet, werden daher seit jeher geschichtsträchtige Artefakte aufbewahrt. Okay. Dann machen wir uns mal auf in die Schatzkammer, liebe Leute. So, hier in der Ecke liegt eine, kurz gesehen, TM, TM 29, Charm. Früher war es Psychokinese, jetzt ist es Charm. Ich glaube, wir senken einen Angriff oder so. Das glaube ich. Ich meine, stand da gerade, ich habe es nicht schnell genug lesen können. So, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir rein. Sania! Da bist du ja! Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesem Wandteppich sind die Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Und hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die den Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf den Wandteppichen irgendwas aufgefallen? Ich dachte, es gab nur einen Helden. Ja, das dachte ich eigentlich auch. In diesem Hotel in Energy City stand ja nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Gab es nur einen Helden oder gab es zwei? Vollstreckt hinter dieser finsteren Nacht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen bleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Und du kannst hoffentlich deine Erfolgsserie über der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Weitere zwei Beleber. Gut, dann sind wir nämlich bei dem Thema auch durch. Dann haben wir die Stadt tatsächlich komplett erkundet. Wie gesagt, außer die beiden Läden. Ja, da kommen wir später dazu, genauso wie die Geschichte mit dem Knapfel, da muss ich auch nochmal versuchen, mal zu denken. Und Royal Family fängt es gerade nochmal ab. Na, haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen? Heute gibt es in Gala zwar keine Helden mehr, aber Dylan kommt dem Ganzen als Champ vielleicht doch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Ich kämpfe dir wirklich vor, den Superstar Dylan zu schlagen. Liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes gute 6 nach Passback und trainiere unterwegs, was das zurückhält. Ja, das lassen wir uns tatsächlich nicht zweimal sagen. Weil Route 6 ist unser nächstes Ziel. Dort werden wir unser nächstes Teammitglied fangen. So, jetzt können wir hier tatsächlich weiter. Und wir sollen uns tatsächlich nach Passback begeben. Aber, ja, Route 6, wir fangen damit noch nicht an, weil ich vermute, dass noch was passiert vorher. Und es passiert etwas, weil Team Yell steht hier noch. Oh, was für ein süßes Solanga. Sieh nur seine niedlich müden Äuglein an. Wir sind deine größten Fans, Solanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Heier machen kannst. Dürfte ich hier mal eben durch? Ich bin auch ganz leise, wenn euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja doch, bitte sehr.
Hey, Kiff, komm, lass uns zusammen nach Passberg gehen. Tag. Gut zu Team Yell, stimmt's? Wir müssen ja auch mal kurz durch. Nix da, ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, sie immer und überall Lärm machen. Was denn, Leute? Challenge-Spender. Das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt. Arena-Challenger, lassen wir es richtig durch. Ihr wirkt mit eurem Getrampel am Ende noch unser armes kleines Solange auf. So, ich muss mal keine Pause machen. Ich hab's gerade kurz gehört, dass es geklingelt hat. Ich melde mich in 2 Minuten zurück. So, da bin ich wieder. War ein Lieferant, der so gerade irgendwie was bringen wollte. Na toll. Die nächste Attacke der Arena Challenge ist in Passback. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch. Also los, kämpfen gegen die mal. Ha, du schreckst echt voll nicht zurück. Hallo, geht's doch etwas lauter? Wolltest du lange aufwecken oder was? Genau deshalb mache ich keine Kinder. Komm, schau ich mir sie weg. Tun wir es für Solanga. Dann machen wir das doch. Umziehen irgendwie mal, ja, Leute, Matten holen. So, Skookapoo. Das kann man ja aus dem letzten Teil. Level 29, okay. So, dann drauf. Das bin nach mich. Dann noch eine Aquawelle. Ja, leck mich doch mit deiner scheiß Giftwolke, weißt du, hauptsache schön nochmal eine Vergiftung reinballern. Das Vieh verreckt sowieso halb und kommt sowieso in einem Kack. Okay, dafür kriegst du den hier. So. Eins hat er auf jeden Fall noch. Geradax. Dann hauen wir da Duflo-Bomb rein wieder. Und du machst mal ein bisschen Haya-Haya, mein kleines. Gute Nacht. Dafür gibt es jetzt nochmal die Samenbomben drauf. Eine Runde schläfst du noch. Minimum eine Runde. Jetzt kommt noch ein Volltreffer, dann ist das Viech nämlich weg. Na, reicht nicht ganz weit aufgewacht, ja. Gut, dann mache ich jetzt gleich Saugi-Saugi und dann ist es Nachtdieb, okay. Hol ich mir zumindest ein paar Kaffee zurück. Dann mal lecker, lecker. So. Und Level 31 für Duflo. So. Boah, dicke Tier. So. Ich dachte, das wäre ein Doppelkampf. Ich muss nochmal gegen die andere jetzt kämpfen. Mit Cleopatra. Okay, ich dachte, hey, ich dachte, wir Doppelkampf über so einen oder so. Und scheinbar doch nicht. So, dann hau ich noch mal eine Wassersäule hinterher.
Hey, hör auf damit! Okay. Ah, ja. Ja, scheiß Gift in den scheiß Giftwolken, weißt du? Natürlich nicht. Hier stirbt mein Starter zu aufweg momentan. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hätte auch mal kurz mit Gigasauger da rein können. Ja, dann haben wir das. Mit den Samenbomben weg. Tschüss, Kleopatra. FM. Level 26 und dieser Rüppel ist besiegt. Oder Rüppelin. Oh, was wird so lange vor diesem ganzen Lärm aufwacht? Da bin ich ja gar kein Fan von. Komm, ziehen wir Leine. Boah, du und Flair Cleon, ihr seid echt ein Wahnsinns-Team. Heiz mir wenigstens noch. Ah, ich kann es immer noch nicht so fassen, das Bett, das mich so fertig gemacht hat. Ich weiß nicht, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Ja. Aber mir will einfach nicht aus dem Kopf. Ja, meine Darstellung sagte, dass ich keine Schande für meinen Bruder sei. Ja, der war nicht ohne. Definitiv nicht. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, fährt das irgendwann auch noch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Dina uns ruft, nur wegen mir Kratze bekommt. Er ist ja schließlich Dina, der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal in den Kopf gehen lassen. Bis später. Hallo? Kannst du... schon weg gesagt. Okay. Unser Langer ist aufgewacht und... ja, verkrümelt sich schon mal. Du da! Bist der Trainer mit der Empfehlung von Delio, nicht wahr? Was? Ich? Achso. Was ist das denn? Ich bin Papella. Wenn du mir mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Irgendwann müssen wir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Gut. Dann halte ich mein Team noch. Wenn das möglich ist. Ja, dann müssen wir das machen. Weil... ist die Stunde übernommen wurde. So, liebe Leute, wir machen gleich Feierabend. Ich mache das eben kurz noch fertig hier. Weil dann geht's weiter als nächstes mit der nächsten Route, und zwar der Route 6. Und da werden wir definitiv in der nächsten Folge unser nächstes Teammitglied fahren. Bis dahin, läuft das in der Let's Play Pokémon Schwert.